Ja, ich meine, da wird vorbereitet. Also ja, die Tür muss man auf Seite räumen oder. Beim MK7 ist es eigentlich eine ganz easy Sache, den Spiegel abzubauen. Hierzu müssen wir die Manschette abziehen. Und unter der Manschette befindet sich eine Mutter, die den Spiegel festhält. Dazu benötigen wir eine 13er Nuss, um die Mutter zu lösen. Doch jetzt kommt das nächste Problem. Die Steckverbindung sitzt aber hinter der Türverkleidung. Diese müssen wir als erstes demontieren. So, eine Schraube befindet sich hinter dem Türgriff. Dazu müssen wir diese kleine Plastikkappe heraushebeln und jeweils die eine Torx-Schraube lösen. Unter dem Türgriff selber sitzen ebenfalls noch zwei weitere Schrauben. Hierzu nehmen wir einen kleinen Flachschraubendreher, setzen diesen oben in der Ecke an und hebeln diese vorsichtig nach vorne. Nun sitzt hier eine Torx-Schraube und die weitere hier unten drunter. Diese werden wir nun lösen und nehmen die Türverkleidung herunter. Sind die drei Schrauben gelöst worden, müssen wir die Türpappe nun heraushebeln. Diese ist mit Plastikdübeln befestigt. Dazu nehmen wir einen Plastikkeil, setzen ihn zwischen die Tür und die Türverkleidung und heben die Türpappe vorsichtig nach vorne. Nun können wir die Türpappe nach oben herausziehen. Nun haben wir das Kabel für den Spiegel gefunden. Diesen müssen wir aus der Steckvorrichtung abmachen. Die Gummitülle hineindrücken. Mutter nicht zu weit herausschrauben, sonst fällt diese in die Tür hinein. Jetzt können wir den Spiegel einfach herausziehen. Der Wiedereinbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Baby, I'm wasted. All I wanna do is drive home to you, baby.